ziehen ein in den Dom. Hört aus, meine Damen und Herren von der Gruppe Elektra. Wir haben den zweiten Platz hier. Wir haben den dritten Platz hier. Wir haben den dritten Platz hier. Alleine war damals die Produktion von Jetzt muss ich dir mal eine Nachfrage stellen, Simi, du bist eigentlich der Mann der Zahlen. Was ihr noch das erzählt habt. Sag mir mal bitte, in den letzten 20 Jahren, das Dynamo-Pflichtspiel mit den wenigsten Zuschauern. Es war am 1. Mai gegen Nordhausen, da waren 982 Zuschauer da. 920 waren da. Also, 920 Zuschauer, das war ein Nachholungsspiel. Jetzt denke ich mal dran, vor ein paar Wochen. Da ging es um die goldene Ananas gegen die zweite vom HSV. Da waren knapp 10.000 im Stadion, wie sich die Zeiten gewandelt haben. Und heute ging es nicht bloß um die Ananas, heute geht es um Tränchen verdrücken und dass das Stadion fast voll wie in allen Zeiten.